Hallo Leute und willkommen zurück zu Pokémon Smaragd hier in der schönen Pokémon-Welt. Wer hätte das gedacht? Und okay, wir werden direkt mal angerufen. Hey Patrick, wie geht's dir? Ich bin Lydia. Noch nie gehört den Namen, aber egal. Sie hat gewonnen! Was? Krasse Scheiße. Ja, ist mir relativ egal eigentlich. Nun ja, wir machen hier die Route. 118, denn ja, wir haben nicht so die Schnitte gegen den Arena-Leiter, das haben wir ja schon in diversen Parts jetzt schon bemerkt und deswegen müssen wir das Ganze noch etwas ausbauen, was unsere Skills angeht, beziehungsweise die Skills unserer Pokémon. Deshalb haut die schlechten Pokémon raus, mit denen ich Erfahrungspunkte trotzdem in Massen bekomme, Gegner. So, ich würde ganz gerne den Armstoß auf Zickzacks machen und Zornklinge dürfte doch sehr effektiv sein, auch wenn das nicht viel abzieht. War das nicht so eine Attacke, die immer stärker wird, wenn man sie häufiger einsetzt? Ich weiß es gerade gar nicht. Egal. Ich mache das jetzt einfach mal, um zu testen. Ja, was gibt's denn so zu erzählen? Ich hatte gedacht, ja, heute war eigentlich ein ganz lustiger Tag bei mir so. Also ein bisschen minimal interessant. Denn normalerweise hätte ich. Ah, das ist jetzt sehr passend, weil dann kann ich weiterhin auf Roselia mit dem Dingensen draufhalten und kann mit Joker auch Stolunia noch aus dem Weg räumen. Aus dem Weg vor allem, nicht aus dem Weg, nein, aus dem Weg. Mal schauen, ob das jetzt mehr abzieht. Ah, vielleicht ein bisschen, ich weiß es nicht. Und ja, eigentlich hatte ich 9 Stunden gehabt, hatte jetzt aber nur 6 Stunden, aber irgendwie so ein bisschen komisch verteilt. Und zwar hatte ich die ersten 5 und dann nochmal die 8. Stunde, ja. Macht natürlich Sinn. Also die 8. Stunde ist dann eben noch ziemlich weit hinten dran. Deswegen bin ich tatsächlich mal in der Mittagspause nach Hause gegangen. Das mache ich sonst nie, weil sich das einfach nicht lohnen würde. Denn ja, die Pause geht normalerweise 1 Stunde, glaube ich. Die Mittagspause und ja, wenn man. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Wenn man eben. Also es würde sich einfach nicht lohnen, weil ich muss auch eine Viertelstunde hin, eine Viertelstunde zurück und dann wegen der halben Stunde ist dann auch egal. Zudem hat man da ja seine Brots. Ja, es zieht tatsächlich dann nach ein paar Runden mehr ab. Zudem hat man da ja seine Brots, mit denen man sich unterhalten kann und so. Also ist das schon nicht so langweilig. Und heute waren es dann eben 2 Stunden und dann habe ich mir gedacht, komm. Dann gehst du da einfach mal nach Hause. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn ich habe eine kleine Compilation in der Zeit gemacht, in der ich zu Hause war. Neben dem Essen natürlich. Und ja. Oh, das hat sogar gereicht. Krasse Sache. Knilz ist ein nerviger Gegner. Den würde ich ganz gerne erstmal aus dem Weg räumen. Ja, mach mal. Und du machst mal einen Zerschneider jetzt, komm. Oh, sogar trotz Paralyse hat das geschafft. Ja, und die Compilation, die habe ich gerade hochgeladen. Das war von Trouble in Terrorist Town von Zombay. Und ja, es hat mich so ein bisschen genervt, dass das erste Kommentar, das kam, war, was ist daran lustig? Denn es war verdammt lustig, verdammt. Verdammt, verdammt. Genau. Ich denke aber, dass es sich dabei um jemanden gehandelt hat, der wahrscheinlich das Spielprinzip nicht kennt. Und dann ist es eben nicht sonderlich lustig, weil man das dann nicht kapieren kann. Aber für die, die das gecheckt haben, sollte das eigentlich ziemlich cool sein. Also es hat jetzt auch nicht irgendwie einen Daumen runter so bekommen oder so, aber das, ja, fand ich ein bisschen blöd, weil wenn jemand urteilt über ein Video, das ihn nicht interessiert, ist das ja eigentlich total sinnlos, weil warum hat der Typ das dann überhaupt angeklickt? Das werde ich nie verstehen. Deswegen verstehe ich eigentlich auch die, ja doch. Ach, das ist wieder ein anderes Thema mit der Daumen-runter-Funktion. Die ist in manchen Fällen schon ganz okay, aber in mehr Fällen würde ich sagen, ist das nicht so von Vorteil. Vor allem, es könnte sogar einen Nachteil für YouTube sein. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Leute gibt, die, als sie eben noch nicht so die Reichweite hatten, einfach aufgehört haben, weil eben immer Leute ihre Daumen runtergegeben haben und ja, damit ist das ja auch ein Verlust für YouTube in dem Sinne. Aber das ist jetzt auch wieder eine andere Geschichte. Was habe ich da gerade gefunden? Eine Herz.
Herz irgendwas, Schnuppe. Ich hab's nicht gelesen. Hätte ich mal machen sollen. Hübsche Schuppe, höchst begehrt bei Sammlern. Oh, die ist bestimmt teuer, die kann man bestimmt teuer verkaufen. Mir gefällt natürlich alles, was man teuer verkaufen kann. Das ist ja schon irgendwie krank, wenn man irgendwie auf eBay oder so mal rumschaut. Irgendwie so alte Sachen, die eigentlich gar nichts mehr drauf haben, aber die vielleicht irgendwie so ein bisschen Sammlerwert haben. Was die Leute dafür bezahlen, das ist echt krass. Also wenn man so überlegt, müsste man einfach jeden Müll, den man zu Hause rumstehen hat und eigentlich wegwerfen will, mal aufheben und dann in 50 Jahren verkaufen. Weil ich denke, dass man da echt ganz guten Money mitmachen könnte. So, da war ein kleiner Cat. Ich habe nämlich gedacht, da wäre jemand nach Hause gekommen. Und das wäre nicht so cool gewesen. Denn es hat mich ein bisschen verwundert, dass niemand zu Hause war, weil eigentlich hätte hier Full House sein müssen, bis auf den Vater. Aber nein, hier war dann irgendwie niemand und ich weiß nicht, wo die sind und deswegen werde ich unvorbereitet sein, wenn die nach Hause kommen. Und ja, ich hatte eigentlich vor, ich habe mir nämlich gestern so gedacht, wie cool war das eigentlich, als du bei Pokémon Feuerrot so mega viel im Vorrat hattest. Das war schon ziemlich Premium. Und ja, ich hatte eigentlich vor, das auch hierfür so ein bisschen wieder aufleben zu lassen, dass ich mal 3, 4, 5 Parts im Vorrat habe. Aber daraus wird dann wahrscheinlich sowieso nichts werden. Denn es ist tatsächlich so, dass ich zu dem Zeitpunkt hier jetzt, gar keine Videos mehr hochgeladen habe. So auf Vorrat. Und das ist dann immer so ein bisschen, das ist immer so die nervige Phase, ja. Wisst ihr, ich handhabe das meistens so, dass ich am Wochenende so ziemlich alles hochlade. Weil da kann man auch über Nacht mal vielleicht, und bei mir, meinem langsamen Internet dauert das eben ewig. Und dann ist das ganz passend. Und dann ist eben die Sache, dann habe ich für eine Woche wieder so hochgeladen. Und wenn die dann vorbei ist, stehe ich auf einmal da und Moment mal, ich habe ja gar kein Video mehr oben. Und dann, ja, ist so das Kleine, dann ist die Kacke am Dampfen. Aber natürlich gilt, ich werde jetzt mal den Mogelhieb probieren und er trifft. Natürlich gilt immer noch, dass das hier nur Hobby und so weiter ist und ich mir deswegen da jetzt nicht so wirklich Stress mitmache. Und für die, die irgendwie da ein bisschen auf dem aktuelleren Stand sein wollen, wenn mal 1, 2 Tage kein Video kam, die sollten auf jeden Fall bei Facebook, auf meiner Facebook-Seite vorbeischauen. Die übrigens auch immer in der Beschreibung stehen müsste, wenn ich mich nicht total irre. Ich glaube, müsste so sein. Wenn nicht, dann ist auch egal. Dann habe ich jetzt verkackt. Ach, Moment mal, Surfer? Surfer? Moment, Moment, Moment. Ich habe da sowas im Hinterhirn, dass man Surfer in irgendeiner Stadt bekommen hat und ich weiß auch welche. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, ab wann man das da bekommen kann, weil am Anfang kann man das irgendwie noch nicht bekommen. Das wäre mal ganz nett, wenn ihr da Bescheid geben könntet, wann man hier Surfer bekommt. Weil das wäre durchaus ganz sinnvoll, Surfer zu besitzen und zu anzuwenden zu können, ne? Aber ich denke, dass es jetzt noch ein bisschen früh im Spiel ist für den Spaß. Denn wir haben ja auch eine Arena übersprungen, die von unserem Vater ist, das glaube ich. Oder von unserem Onkel, ich weiß es nicht genau. Und der hatte ja gemeint, ja, wir sollen irgendwann später nochmal kommen. Noch können wir es nicht mit dem aufnehmen und so weiter und so fort. Und jetzt werde ich... Ach, Moment, ich habe schon wieder vergessen, was der als erstes eingesetzt hat. Ich glaube, das war Voltoball. Dann werde ich da einfach mal Rango reintun. So, wir werden jetzt wieder einmal diese Arena betreten und diesmal hoffentlich auch rocken. Dies wäre sehr schön. Ah, jetzt kann ich auch mal drauf achten, wenn ich nochmal verkacken sollte, ob man da, ne? Ihr wisst, ob man da Geld verliert, wenn man gegen den Arena-Leiter verliert. Weil eigentlich ist es ja auch ein Trainer, aber ich meine, Arena-Kämpfe und so Routenkämpfe ist ja doch durchaus was anderes, ja. So, dann werde ich jetzt einfach mal Kugelsaat einsetzen, denn ich habe ja auch noch hier dieses Verstärkungs-
Teil. Wundersaat heißt es, glaube ich. Oh, komm. Weißt du, so fängt's wieder an. So fängt's wieder an. So gut, wie es nur laufen kann. Dass das Ding nur zweimal trifft. Hätte das jetzt dreimal getroffen, wäre ich so gut dran gewesen, weil dann hätte das hier jetzt sicherlich das den ganzen Spaß beendet. Tut's vielleicht auch so durch den... Ey, das ist ein Scherz. Trifft das schon zum zweiten Mal? Nur wow. Wahrscheinlich setzt das Ding jetzt gleich Finale ein und ich bin down. Nee, ein Supertrank. Okay, das ist okay. Ist okay, kann ich mitleben. Wenn das jetzt vielleicht einmal häufiger als zweimal trifft, wäre ich in der Sache sehr verbunden. Jawohl, einen Volltreffer nehme ich auch gerne an. Dankeschön. Vielleicht noch einen Volltreffer? Nein, natürlich nicht. Zu schön kann es dann auch nicht laufen, aber ich kann direkt nochmal angreifen, deswegen... Sollte das jetzt... Dazu muss ich jetzt nichts mehr sagen, wenn ich jetzt down gehe. Ja. Ist klar. Ist klar. Ich meine, ich habe ja Glück in dem Kampf. Ich kann schon nicht mehr reden. Mann! Also, ohne Spaß. Ohne Spaß. Jetzt ist die Sache die. Soll ich Walzer einsetzen? Dann kann ich halt... Das ist jetzt echt... Eine brenzlige Situation, ey. Ich setze jetzt Walzer ein. Fritzelblitz, das wird schon nicht so reinhauen. Ja, okay, Schockwelle haut rein. Okay, okay, okay. Okay. Ich werde down gehen, ich werde down gehen. Es wäre so schön gewesen, würde der Walzer einmal dieses Magneton treffen. Es wäre so unglaublich cool. Aber es wird nicht so sein. Zumal... Jawohl, es hat noch gereicht, es hat noch gereicht, es hat noch gereicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Mach weiter. Ja, jetzt ist die Sache. Das Magneton ist wahrscheinlich schneller, wegen Betrug und so weiter. Weil wenn ich einen Pokémon einwechsle, ist es immer hinten, also erst später dran. Darf der direkt angreifen? Wehe, 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 wehe. Du bist ein Arsch. Weil dann hätte ich Maron jetzt natürlich ausgewechselt. Ist klar, ne? Ist klar. Ja, dankeschön. So, und jetzt ist natürlich die Sache die. Jetzt wechsle ich nämlich den Joker hier ein. Und der darf zuerst angreifen. Und wahrscheinlich darf der gleich zweimal angreifen. Einfach weil Betrug. Und der wird mich mit einer Schockwelle sowieso wieder direkt weghauen. Mit einem Mal. Ja. Und ein Volltreffer, mhm. Ja, ist klar, ist klar, ist klar. Ein Volltreffer, mhm. Ich könnte natürlich auch einfach so unnötige Attacken, die ich noch... Ja, setz Teleport ein. Ist auf jeden Fall sinnvoll. Wir sehen uns gleich, wenn ich down bin. Ich muss das ja jetzt nicht noch aufnehmen. So, wieder zurück. Und da der Part jetzt ja nicht mehr so lange gehen würde, so generell, werde ich das jetzt einfach nochmal versuchen. YOLO! Mode aktiviert! Weil ich meine, was soll der Geiz? Ich kann es ja nochmal versuchen. Ich bekomme die ganze Zeit Erfahrungspunkte dazu und ich habe übrigens schon wieder nicht drauf geachtet, ob ich Geld verliere. Wenn nicht, gehe ich halt ohne etwas heraus, aber mit meinem Stolz und meinem Orden. So ist der Plan, zumindest. Wenn... Kugelsaat jetzt vielleicht auch zweimal trifft. Also mehr als zweimal, natürlich. Dann könnte das möglicherweise auch einigermaßen funktionieren. Und wenn Voltoball nicht einfach Finale ohne Grund einsetzt. Das wäre auch noch so ein kleiner Punkt. Ja. Okay. Fünfmal getroffen. So lobe ich mir das. Es war kein Volltreffer dabei. Es war nicht perfekt, aber es war gut. Es war durchaus gut. Ja, ein Volltreffer. Mhm, dankeschön. Ja, da geht's schon los. Der wird jetzt wahrscheinlich sowieso wieder irgendeinen Trank einsetzen. Und ich bin wieder mit meiner Paralyse hier am Start und kann die erstmal heilen. Oder er wird mich einfach wegbashen. Ja, okay. Ja, super Trank, ja. Ja, ich verstehe. So, jetzt werde ich nämlich einmal den Spaß hier einsetzen und dann werde ich selbst einen Trank verwenden, ja? Dann guckst du blöd. Denn, dann... Ja, danke schön. So werde ich natürlich nicht
jetzt schon den Trank einsetzen. Ich hätte gedacht, das würde jetzt vielleicht noch trotzdem doch noch ein bisschen häufiger treffen, weil dann hätte ich das gemacht, dann wäre er so in dem Bereich gewesen, wo er nicht hätte Finale eingesetzt. Ja, tut er so auch noch nicht, hoffentlich. Nee, tut er auch nicht. Das ist okay. Nicht paralysieren. Dankeschön. So, jetzt kommt der Trank. Super Trank. Und jetzt kommt wahrscheinlich Finale und ich bin down. Ja! Es hat's überlebt! Ja, Mann. Krass. So gut war ich, glaube ich, noch nie am Start. Ich werde jetzt Lampe einwechseln. Ja, der muss jetzt leider so als kleines Opfer herhalten. Das tut mir leid. Denn Rango wird jetzt erstmal geheilt, dass ich den noch so in der Hinterhand habe. Nein, das wollte ich nicht, ey. Und Super Trank. Jetzt könnte das durchaus was werden. Aber der stärkste Gegner, der ist, steht ja immer noch bevor. Jaula, okay. Das ist nicht weiter schlimm. Dann kann ich jetzt sogar... Ups, das wollte ich nicht. Dann kann ich jetzt sogar mit Lampe hier noch was reißen, indem ich Donnerwelle einsetze. Oder, ach so. Das kann ich das auf Elektro-Pokémon übereinsetzen? Das hat wahrscheinlich keine Wirkung, oder? Doch, es geht. Es geht. Jawohl. Lampe, der Retter der Welt. Nee, schade, das hat nicht gepasst, das Sprichwort. Ich wollte irgendwas mit Licht finden. Das Licht am Ende des Tunnels ist die Lampe. Der wird das nämlich hier, der rockt das hier gerade richtig mit seinem Ruckzucki. Ja, das haut rein. Jetzt hat leider die Statik zugeschlagen, die Fritzelblitz als Fähigkeit hat. Aber, good job, muss ich an der Stelle mal anmerken. Good job. So, die anderen, also Wambo werde ich mir jetzt aufheben und Earthurns, dass die nachher ihren Kopf hinhalten können. Wo wir gerade bei Kopf hinhalten sind, würde ich sagen, nee, ich setze Walzer ein. Ich setze jetzt Walzer ein. Der Typ wird mich wahrscheinlich einmal treffen. Ja, mit seiner Schockwelle. Aber dann down gehen. Und jetzt sollte ich... Och, komm schon. Das ist doch jetzt ein Scherz. Ein Volltreffer. Warum? Warum? Warum ein Volltreffer? Ja, und wir wissen ja schon, wenn ich Marionette drinnen lasse, ist es kompletter Betrug, denn Magneton darf als erstes angreifen. Deshalb... Ja, der überlebt das einfach nicht. Das ist das Problem. Wenn Joker das überleben würde, wäre alles in Ordnung. Alles wäre okay. Aber er tut's nicht. Ich werde jetzt einfach hoffen, dass Magneton nicht direkt die Donnerwelle einsetzt. Oder, nee, warte, Donnerschock oder was das auch immer war. Das ist meine einzige Chance. Ah, Moment! Nein! Oh, ich hatte so eine gute Idee gerade gehabt. Ja, es hat's überlebt! Genau! Warum denn auf einmal? Und wie wenig zieht das denn bitte ab? Willst du mich verarschen? Es hat 5-mal getroffen, ist sehr effektiv und zieht so wenig ab. Okay. Und der Typ wird wahrscheinlich auch noch einen Supertrank haben. Also, ich merke schon, ich habe immer noch keine Schnitte gegen das Viech. So sieht's zumindest aus. Ja, es bringt alles nichts. Ich habe halt nichts Besseres als Kugelsaat bei Rango gegen das Viech. Und das zieht halt einfach nichts ab. Hat das jetzt... Ja, 2-mal getroffen. Dankeschön. Aber jetzt könnte ich so lange... Ja, die Sache ist halt die. Ich weiß jetzt nicht... Wenn ich Joker einwechsel, dann ist er wieder langsamer. Aber vielleicht überlebt das ja doch nochmal, so wie gerade. Oder vielleicht auch nicht, weil Betrug. Das kann natürlich auch sein. So, noch. Nein! Oh Mann, ich bin so dumm. Das war übrigens gerade nicht geplant, nur um das hier mal an der Stelle anzumerken. Ich wollte nämlich eigentlich den Supertrank auch noch auf Joker hauen. Aber dann kann ich bei der Gelegenheit schon mal gucken, ob ich nicht vielleicht noch einen normalen Trank habe. Nein, habe ich nicht. So, Supertrank auf den hier noch. Weil die 7 KP hier,
Die machen den Unterschied. Oh, er setzt Ultraschall ein, mal was anderes. Dann werde ich jetzt auch noch Maron aufheilen. So, Schockwelle, ja, okay, okay, ja, ja, ja. Also Rango ist halt nicht mehr so gut am Start, aber das ist schon okay. Und jetzt muss gebetet und gehofft werden. So, der darf jetzt nicht angreifen. Ich muss jetzt in dieses... Ja, okay. Okay, ich habe verkackt. Denn ich hätte gedacht, ich dürfte... Okay. Okay, dann eben nicht. Dann eben nicht. Und jetzt, wisst ihr, jetzt reicht es wieder. Ich verstehe es nicht. Why? Why? Also ganz ehrlich, ich verstehe es wirklich nicht, woran das liegt, dass es manchmal mehr und manchmal weniger abzieht. Ja, Schockwelle wird mich plätten. Nee, nicht ganz. Walzer geht daneben. Ey, das ist nicht wahr. Ich raste hier noch aus. Ja, jetzt darf er... Ja, mhm. Ja, ja, mhm. Ja, ja, ja. Ja, es ist schon okay, ist schon okay. Ich muss jetzt so lange weitermachen, bis der irgendwas anderes einsetzt. Sonst habe ich einfach keine Chance. That's the thing. Weil, wenn ich jetzt auf das Auswahlmenü gehen sollte, dass ich angreife, werde ich raufgehen. Und der Typ wird jetzt wahrscheinlich in der nächsten Runde einen Volltreffer landen und dann ist es sowieso aus. Nee, nicht mal. Tatsache. Krass. Ich könnte mir noch ein paar Sprudelwasser kaufen, wenn ich mal wieder bei der Strandgegend bin. Fällt mir da ein. Weil sich das ja mehr lohnen soll. Ich frag mich, wie viele AP das Ding bei dem Viech hat. Das Ding bei dem Viech. Ihr wisst natürlich genau, was ich meine. Schockwelle. Oder ist es sowieso so, dass CPUs unendlich oft die Attacke einsetzen können. Das kommt mir nämlich manchmal wirklich so vor. Genau, das meine ich. Und ich warte nur darauf, bis irgendwann der Volltreffer kommt und mich fertig macht. Wo ist denn... Wie viel Sprudel habe ich denn? 6-mal, okay, das geht ja. Das ist ja okay. Ey, der gibt aber auch nicht auf. Der gibt einfach nicht auf. Aber diese ganzen Sachen, die ich hier jetzt aufgebe, sind es mir wert, dass ich für einen Volltreffer draufgehe. Oh Gott. Ja. Ja, kann es natürlich nochmal einsetzen, genau. Es war so klar, dass irgendwann ein Volltreffer kommt. Ich habe es mir wirklich gedacht, aber... Ja, es hätte ja sein können, dass der mal irgendwas anderes einsetzt. Denn vorher, als ich schon down war, ne, da habe ich ja geschnitten. Mhm. Und als ich dann auf einmal mein nicht so gutes Pokémon wie zum Beispiel Lampe eingewechselt habe, macht das so einen Scheiß wie Superschall, das zweimal daneben geht. Dann, wenn ich will, dass der Kampf schnell vorbei ist, dauert er ewig und ich überlebe die ganze Zeit. Und wenn ich dann irgendwie den Hauch einer Chance haben will, gehe ich einfach direkt down. So, jetzt hat er mal Donnerwelle eingesetzt. Das ist ja was ganz Neues. Oh. Und ich würde ganz gerne... Moment, ich habe doch hier... Genau, ich habe einen Beleber. Tatsache. Ich werde jetzt einfach allen Scheiß raushauen. Das ist mir vollkommen egal. Ich will den Gegner jetzt endlich hier... Ich will den jetzt endlich fertig machen, den Typen. So, Ultraschall. Ist mir auch egal. Die Sache ist, der hat ja noch einen Pokémon. Und ich weiß nicht, was das für ein Pokémon ist. Wenn es dann nochmal so ein Magneton ist, dann habe ich sowieso total verkackt. Würde ich das mal wissen. Würde ich das mal wissen. Weil dann hätte ich mir all das hier sparen können, wenn da jetzt noch ein Magneton kommt. So, Schockwelle, ja, ja. Mach du nur. Ach so, Schockwelle? Was? Schon wieder? Was ein Scheiß. So. Jetzt wird gewechselt zu Maron. Der darf jetzt wahrscheinlich wieder zweimal direkt nacheinander angreifen, was für mich keinen Sinn ergibt. Genau. Genau. Und er setzt eine Schockwelle ein. Wer hätte das gedacht? Volltreffer direkt? Nee. Ah, nein! Oh,
Ah, ich bin so ein Mongo-Bob. Ja, jetzt wäre sowieso ein Volltreffer gekommen, also wäre es egal gewesen. Wir unterschreiben, also, ich kann auch nicht mehr reden. Es ist höchstens... Nee? Ja, mach eine Kugel, sah das mir doch vollkommen egal. Und jetzt geht die Attacke daneben. Jetzt, wo ich Rango wieder drin habe, der nichts reißen kann. Es ist sowas von lame einfach nur. Ja, ein Volltreffer. Hm, hat man gesehen, hat bestimmt 2 KP abgezogen. Heftig. Und ja, war klar. War klar. Es war klar, ja. Mhm. Und ich wette jetzt, also wenn jetzt die AP von dem Spaß alle sind und er das nicht mehr einsetzt, dann bin ich fertig mit der Welt. Ja, okay. Das scheint es irgendwie 20 mal, 25 mal, 30 mal, 50 mal zu haben. Ist auch egal. Ich meine, mit mir kann man es ja machen. Die Paralyse ist natürlich, ja. Mhm. Die greift natürlich auch. Ultraschall wird mich down machen. Mhm. Ja, und die anderen beiden gehen jetzt auch noch drauf. Ich dachte, das wird so ein Part mit ganz guter Laune, weil heute echt so ganz der coole Tag eigentlich war. So ein bisschen cool, ja. Ja, und jetzt trifft er wieder nicht. Seht ihr? Jetzt, wo ich wieder einen drinne habe, der einfach überhaupt nichts reißen kann, dann trifft das Viech nicht. Ich wollte es nur hier nochmal angemerkt haben, um euch das mal zu beweisen. Schaut es euch an! Schaut es euch einfach nur an! Es ist zum Lachen, es ist also... oder zu weinen. Ja, Superschall. Mhm. Das ist natürlich eine heftig krasse Attacke. Hättest du die vorher mal eingesetzt, hätte ich es geschafft. Zumal die jetzt nicht mal greift. Weil ich ja einfach nur will, dass Bambo down geht. Mann. Ja. Es ist so lame. Stopp. Schobe. Also wenn es jetzt beim nächsten Mal nicht Schockwelle einsetzt oder mich in irgendeiner Weise kaputt macht. Ja, okay, Ultraschall ist auch okay. Da gehe ich auch einigermaßen down. Dann hätte ich hier nämlich jetzt vorgespeedet. Also, im nächsten Part werden wir dann die Route nach oben noch machen. Und dann wieder zurückkehren zur Arena. Weil wir ja immer noch anscheinend keine Chance haben. Was heißt anscheinend? Eigentlich hätten wir eine Chance. Ja, die hätten wir wirklich. Würden die CPUs nicht einfach vollkommen betrügen und alles plätten, was ihnen in den Weg kommt, weil sie verdammtes Glück haben. Dann würde das funktionieren. Tut es aber nicht. Ja. Jetzt hat das wirklich keine AP mehr für Schockwelle, oder wie sieht's aus? Synchro. Ach so. Lol. Ich habe die Fähigkeit. Das ist ja richtig cool. Eigentlich. Bloß, ja, jetzt bringt's mir auch nichts. Und Ultraschall hat jetzt 20 AP abgezogen. KP natürlich. Entschuldigung. Wenn das jetzt nochmal 20 abzieht, dann überlebe ich es ja. Ja, genau. Mit einem KP, dass es nochmal länger dauert. Und ich länger hochladen darf. Das wäre jetzt so witzlos. Wenn ich den. Ja. Wenn ich den jetzt mit Ursins noch down bekomme. Mit Konfusion. Genau. Und dann am letzten Pokémon scheitere. Ey, wisst ihr was? Komm, ich habe jetzt so viel verschwendet. Dann ist mir das jetzt auch egal. Ich werde das jetzt fertig machen. Nein, ich werde das jetzt fertig machen. Konfusion. Oder, ja, vielleicht hat er auch noch einen Trank. Dann wäre es natürlich doof jetzt. Nee, das könnte echt noch hinhauen, dass ich den fertig mache. Und dann, wenn das letzte Pokémon dann kein Stahl-Pokémon ist, dann schaffe ich es vielleicht noch. Das wäre ja hier das Comeback des Jahres, des Jahrhunderts, würde ich beinahe sagen. Ja! Bam! Da hast du es! Da bist du down! Ja! 759 Erfahrungspunkte. Oh yeah. Aussetzer erlernt. Krass. Und da steigen die Voltenso. So, da sehen wir endlich mal sein letztes Pokémon auf Level 24. Konfusion. Schade. Hätte funktionieren können. Hat es aber nicht. Ich habe keinen Kampf vor. Wow, Fallmond mal. Tschüss.